Düstere Zeiten für Arcandor. Nach vergeblichem Kampf um staatliche Rettungshilfen hat der Handels- und Reisekonzern Insolvenz beantragt. Rund 43.000 Mitarbeiter müssen um ihren Job bangen. Betroffen sind die Kaufhaustochter Karstadt, die Versandhandelstochter Primondo und der Katalogversender Quelle. Der Geschäftsbetrieb soll zunächst aber normal weiterlaufen. Mit staatlicher Unterstützung die Pleite abwenden, wie beim Autobauer Opel, das war die ursprüngliche Idee von Arcandor-Boss Karl Gerhard Eick. Die Programme wurden ja im, wie ich meine, sehr großem Ausmaß aufgelegt, damit man sie nutzt. Doch die Bundesregierung bleibt hart. Berlin will Eigentümer und Gläubiger von Arcandor stärker in die Pflicht nehmen. Ein letztes Ultimatum lässt die Karstadt-Mutter verstreichen. Kanzlerin Angela Merkel sieht eine Insolvenz als unvermeidlich. Bei dem Drama um Arcandor erregt vor allem das Schicksal von Karstadt die Gemüter. In vielen deutschen Innenstädten nehmen die Warenhäuser seit Jahrzehnten einen Platz im Straßenbild ein. Eine mögliche Lösung ist eine Fusion mit Konkurrent Kaufhof. Die Kaufhof-Mutter Metro will mit Arcandor trotz der Insolvenz weiter über die Übernahme von etwa 60 Karstadt-Standorten verhandeln. Nicht berührt von dem Insolvenzantrag ist die in Großbritannien ansässige Touristiktochter Thomas Cook. Auch die Spezialversender der Primondo-Gruppe sowie der Homeshopping-Sender HSE24 sind außen vor. Die Insolvenz bedeutet noch nicht das Ende von Arcandor. Doch die Gefahr ist gestiegen, dass am Unternehmenssitz in Essen bald die Lichter ausgehen.